Ach du Scheiße, guck dir das mal. Ich glaube, die Gabel süfft, Sören. Oh, fuck. Jo, schau dir das an. Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Leckers am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben uns das günstigste Motorrad bei eBay gekauft, das Ganze für 499 Euro. Unter 500 Euro, da steht das ganze Ding. Wie wir das bekommen und abgeholt haben und wieso so günstig, zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt ein Motorrad auf eBay Kleinanzeigen gefunden, das wirklich alle unsere Erwartungen übertrifft. Und zwar können wir das kaufen mit nur dem hier. Das sind 500 Euro, zwei 200er, ein 100er. Das ganze Ding kostet 499 Euro. Dafür ein fahrbares Motorrad. Also ich lasse mich überraschen, ich bin sehr gespannt. Und wir gehen das ganze Ding jetzt erstmal abholen. Wir sitzen jetzt im Transporter, weil wir wissen nicht, ob die Karre überhaupt läuft, wenn wir sie jetzt abholen. Das heißt, wir können sie einladen und sie erstmal wegbringen, weil ich möchte jetzt auch nicht bei dem Verkäufer quasi vorm Haus rumfahren und filmen und so, sondern wir laden die ein und fahren sie dann auf einen privaten Platz, denn die ist nicht angemeldet und hat, glaube ich, auch keinen TÜV, steht in der Anzeige. Wir haben hier eine Yamaha, wir haben 40.000 Kilometer. Geht eigentlich dafür, dass sie so alt ist. Und 600 Kubik, es steht weder das Modell noch irgendwas über das Ding drin. Hier sind Bilder davon. Es ist so ein bisschen Umbau. Das hatte eigentlich vorne so eine Kanzel, die ist nicht mehr dran. Es sieht so aus, als wäre hier der ganze Motorblock schwarz. Sieht auf jeden Fall geil aus. Mal gucken, wie professionell das alles gemacht ist. Wir lassen es überraschen. Er hat auf jeden Fall eine lustige Nachricht noch geschrieben. Also, ich habe gesagt, ich würde sie für 500 Euro abholen, weil sie für 500 Euro drin war. Und dann hat er gesagt, also mein Angebot, wenn sie es heute abholen, dann machen wir 500 Euro. Aber ich sage schon mal im Vorhinein, wenn sie vorbeikommen, auch 500 Euro geben und, oder hier stehen lassen. Hier wird nicht mehr gehandelt. Ich dachte mir so, hä? Also ich kaufe gerade ein Motorrad, was funktionieren soll. Er hat gesagt, das ist fahrfertig und funktionstüchtig. Für 500 Euro. Wenn ich sage, ich hole sie für 500 Euro, handle ich ja nicht. Ich bin völlig baff. Ich habe mir teilweise diese kleinen Mini-Quads und so geholt, die waren schon teurer. Wir werden sehen. Wir haben die Karre jetzt mitgenommen. Sie ist hinten eingeladen. Der Verkäufer war, glaube ich, endverwirrt. Der hat das noch nie, glaube ich, erlebt und er hätte es auch nicht erwartet, dass wir einfach sagen, komm hier, die Kohle, pack ein. Wir fahren damit weg. Wir wollten gar nicht, dass er uns was zeigt und was damit in Ordnung ist. Es war quasi gar kein Verkaufsgespräch, sondern wir haben es einfach mitgenommen. Weil ich so witzig fand, mit euch da gleich gemeinsam rüber zu gucken und zu sehen, was da so funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Das heißt, ich habe es mir selber noch nicht so angeguckt. Sie sieht auf jeden Fall erstmal auf einen groben Blick so aus wie auf den Fotos. Wir fahren jetzt erstmal auf einen Privatparkplatz und ja. Der Wettergott hat uns erhört, es regnet nicht mehr, die Sonne kommt, glaube ich, gleich raus. Und ich zeige euch jetzt das erste Mal die Karre, so wie wir sie eingeladen haben. Man sieht schon, hier ist viel Ranz dabei. Es sieht aber eigentlich ganz nice aus mit dem ganzen Schwarz. Ich glaube, der ist einfach mit der Spraydose hier komplett rüber. Aber bevor wir uns das genauer angucken, würde ich sagen, lade ich die Karre erstmal aus. Jetzt stehen wir hier vor dem Motorrad, wir haben es ausgeladen. Annika sieht das auch das erste Mal. Und du inspizierst, hey, hör auf, das kaputt zu machen. Hat hier erstmal was abgedeckt. Wo hier so ein Loch ist mit Stickern. Jo, schau dir das an. Ist das eine Sozius-Fußraste oder was? Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Das ist doch ein Schlüssel. Warte, lass uns mal die andere Seite angucken. Ja, das hat er verloren. Was ist das denn? Also ich glaube, ey, das ist so krass. Wenn man so von weit weg, ne, erstmal clean und dann geht man ja ran. Alles wurde so spontan angerichtet. Boah, auch hier dieser Tachohalterung. Ne? Das ist sowieso alles anders. Normalerweise wäre hier so eine Kanzel drüber. Hier ist ein neuer Tacho, so ein Element. Und du siehst auch hier die Verkabelung. Das ist alles, glaube ich, nicht so, wie es sich gehört. Ich glaube, die Gabel süfft, Sören. Oh, fuck. Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Es ist krass, dass das noch nicht mal eine Upside-Down-Gabel hat, ne? Oder ist das eine Upside-Down-Gabel? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das die billigere Variante. Normalerweise ist es hier andersrum. Also hier mit den Kabeln, Kabelmanagement sieht auch ganz komisch aus, oder? Guck mal hier, was ist das denn? Ach du Scheiße, guck dir das mal. Was ist das denn? Ist das? Und da? Leute, könnt ihr das sehen? Guck mal hier. Das ist normalerweise das Wichtigste am Rahmen von einem Motorrad. Und zwar steht da die Fahrzeuggestellnummer. Hier sieht man auch das Modell XJ600S, heißt das Motorrad. Ich blende mal ein Foto, wie das normalerweise aussehen sollte.
Genau, und das ist halt dieser ganze Umbau jetzt mit dem Licht hier. Hat aber eine E-Nummer, also sollte legal sein. Aber da sieht man natürlich, hier wurde richtig rumgefuscht. Also es sieht fast so aus, als hätte der Vorbesitzer einfach mit einer Spraydose wahrscheinlich auch den Motorblock und so komplett übergesprayt. Safe auf den ganzen Rost. Also ich weiß gar nicht, ob man das... Darf man das? Ich weiß gar nicht, wie das mit der Hitze dann funktioniert und so. Nicht, dass sie überhitzt und so. Hier unten ist auch alles zusammengewerkelt. Was ist das denn hier alles? Ob die überhaupt anspringt? Es ist, stellt euch vor, die würde jetzt nicht angehen. Das wäre natürlich auch nicht so nice. Also ich habe auch was Undichtes gefunden, ne? Also ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich... Siehst du das? Irgendwas ist richtig nass da. Fuck, Alter. Ich weiß nicht, was das von wo das kommt. Das ist richtig am Schmieren. Oder Scheiße, Leute, es ist undicht. Aber wir wissen, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Vielleicht ist es nicht so schlimm, aber erstmal, wenn was runterläuft, ist erstmal nicht so kalt. Hier hoch nochmal. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall richtiger Fusch. Ich würde sagen, wir versuchen sie jetzt erstmal anzumachen, oder? Ich hab Angst, mich drauf zu setzen. Gut siehst du aus da drauf. Was denn da? Das Leerlauf jetzt an. Ist es schon an? Oh. Warte, gib nicht zu viel Gas, gib nicht zu viel Gas. Das ist so ein altes Motorrad. Die ganz alten. Ich glaube, das Baujahr ist mein Geburtsjahr, 93. Ich glaube, die Dinger haben noch einen Choke. Ich glaube, der hat dich einfach übelst mich verarscht. Nein. Hier ist der Choke. Den zieht man raus. Und jetzt sollte die laufen. Okay, Annika, Versuch Nummer 2. Ja, nein, das ist normal. Das ist der Choke. Der Choke erhöht die Drehzahl und deswegen läuft der Motor am Anfang, wenn er noch kalt ist. Das ist normal. Sie läuft. Als wäre es ein Zeichen vom Himmel, kommt die Sonne raus, die Maschine läuft. Alter, guck, wir haben Doppelrohrauspuff. Guck mal. Ja, Mann. Das hier ist richtig. Sollte das so klingen? Ich weiß es nicht. Helm ist auf. Ich muss jetzt echt aufpassen, weil das ist sehr nass. Die hat wahrscheinlich kein ABS. Und die Räder sind wahrscheinlich 1000 Jahre alt. Also ich habe damit wahrscheinlich gar keinen Griff. Die sitzt sich weich wie ein Sofa. Okay, also die Leuchte ist schon mal funktioniert nicht. Wir stehen immer noch neutral, aber wir sind im ersten Gang. Guck. Oder? Ja. Roll! Aber eigentlich klingt die gar nicht schlecht. Oh, die fährt sich aber eigentlich echt gut. Eigentlich klingt die auch nicht schlecht. Man merkt, die hat irgendwie nicht so viel Leistung rundherum. Kann sein, dass sie vielleicht gedrosselt ist oder so. Wir müssen mal gleich in die Papiere schauen. Aber Sound ist eigentlich ganz geil, oder? Also ich finde es auch nicht schlecht. Auch irgendwie gesagt, ich bin ein bisschen schlechter, aber... Und der Motorlauf ist auch echt ruhig. Also sehr angenehm. Kilometer stimmen auf jeden Fall vorne und hinten nicht. Wir haben hier 900 Kilometer. Das geht egal. Oh, da läuft was raus, hör! Das ist nass. Ah, ja. Nee, hier! Was ist das denn?
Ich dachte erst hinten, aber das ist nur Nässe. Was ist das jetzt? Aber das kann auch Überlauf sein einfach nur, oder? Ja? Sprintüberlauf vielleicht einfach nur? Das kann sein. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß halt nicht bei der Kache. Der Sprintüberlauf wäre nicht so schlecht, nicht so schlimm. Aber Öl wäre nicht so gut. Da habe ich mich gerade zu früh gefreut. Also es hat bis jetzt richtig viel Spaß gemacht. Hast du eigentlich mal geguckt, ob die Blinker und sowas gehen? Oh, nee. Also rechts funktioniert, links nicht. Ganz halt so rechts. Links fahren. Funktioniert. Hinten rechts, hinten links. Da und siehst du auch, dass es schneller ist. Liegt daran, um zu zeigen, dass was nicht in Ordnung ist. Ich weiß auf jeden Fall, warum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Kabel hier alle so schlecht verlegt. Nee, weil der ist wahrscheinlich von Halogen auf LED, oder? Nein, da braucht man Blinkerrelais. Hier rein. Ich glaube, das liegt eher hier dran. Guck mal, da sind offene Sachen und so. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass wir beide keine Profis sind. Aber sonst, also ich finde es schon, also man kann damit fahren und es fährt sich auch relativ gut. Der nächste Step wäre natürlich, kriegt die Karre jetzt TÜV? Also wir müssen auf jeden Fall in einem Video versuchen, dass die Karre TÜV bekommt und dass man die richtig anmelden kann. Das wäre ja richtig witzig. Ja, was könnte man denn noch so machen? Man könnte ja ein bisschen tunen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so geil findet. Also ersten Test hat die Karre bestanden, den oberflächlichen Test, fährt sie, läuft sie. Das finde ich schon echt geil, wenn man sich überlegt, wie gesagt, dass ich diese kleinen Quads und so, die waren teurer als ein richtiges Motorrad für 499 Euro. Dafür geht's halt echt, ne? Die Frage ist halt jetzt, wie schlimm wird das, wenn man sie zum TÜV kriegt? Kommt dann eine 3000 Euro Rechnung und es hat überhaupt keinen Sinn, weil es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Wir werden es sehen. Und Annika hat eben noch eine gute Idee mit eingebracht. Und zwar werde ich irgendwie mal gucken, dass ich einen Zweirad-Experten ranhole und der mal da drüber schaut und mal sagt, was sieht da gut aus, was sieht da nicht gut aus, was muss man vielleicht noch machen? Und damit das mit dem TÜV nicht ganz so schlimm wird. Ich würde sagen, wir laden die Karre jetzt ein und dann gucken wir noch mal schnell in die Papiere, was da so drin steht, weil irgendwie hat sich das so angefühlt, als wäre da nicht genug Leistung. Vielleicht ist der Vergaser auch verdreckt, ich weiß es nicht. Ihr wisst es ja, ich bin kein Experte. Wir gucken uns das Ganze an. Hier ist jetzt der Fahrzeugbrief und der Fahrzeugschein. Und im Fahrzeugschein, ich kann es so schwer erkennen, es sieht so aus, als wäre der letzte TÜV 2019 gewesen. Ich glaube, dann wird es teuer. Ich glaube, das ist schlimm. Aber ist auch krass, hier ist auch TÜV von 2003 und so. Die ist von 1993 ist die erste Anmeldung. Hier. Erstzulassung 1. April 93. Das ist echt krass. Die ist echt älter als ich. Frage ist jetzt auch, warum sind hier Sachen durchgestrichen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Verstehe ich nicht. Also, wir holen jetzt von hinten noch ein bisschen Zeug und machen da den Ölfleck ein bisschen weg. Wir haben natürlich dafür immer richtiges Material. Das ist ganz wichtig dabei, sowas nicht dazulassen. Wäre das jetzt voll die Pfütze, auch für euch als Empfehlung, immer die Feuerwehr holen. Gerade wenn das auch eine befahrene Straße ist, auf einem Parkplatz, da kriegen wir das auch selber weg. Wir haben selber immer so ein bisschen Sand dabei. Wir haben Bremsenreiniger und so, damit kriegt man das gut weg. Mehr gibt es in dem Video eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fahren jetzt nach Hause und ich bin gespannt, was dann ein Profi quasi, ein Zweiradmechaniker, zu der Karre sagt, ob das ein absoluter Fehlkauf war oder ob die wieder hinzukriegen ist. Das ist natürlich die Frage, da kenne ich mich nicht genug aus, aber ich finde für 499 Euro war das ein absolutes Schnäppchen. Bin froh, dass sie läuft, finde so von außen scheinlich, bis auf natürlich so ein bisschen Rost und Verkabelung und sowas, alles irgendwie relativ easy ist. Der sagt Parkbremse anziehen, aber will ich ja losfahren. War das eigentlich ziemlich cool? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Däumchen. Es wäre wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Peace und haut rein, ihr Landratten.